Seid ganz herzlich gegrüßt. Hier ist wieder Angelika Schumann. Ja, mein Kanal heißt ja Ansita. Das kommt von andere Sicht, führt zu anderer Tat. Ja, und obwohl meine Liste ganz lang ist, ich bekomme immer wieder wunderbare Kommentare, Informationen, Zuschriften, Fragen. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Und so wird meine Liste der noch wartenden Videos irgendwie immer länger. Ja, jedoch heute, nachdem ich jetzt 4 Tage keine Zeit hatte und heute den Tag wieder frei gestalten kann, nehme ich mir jetzt bewusst die Zeit, um mit euch über die Zeit zu sprechen. Für die Klarheit meiner Gedanken trage ich heute meine Bergkristallkette und, das möchte ich nicht vergessen, ich habe mir auf einer Kunsthandwerkermesse diesen Ring und auch die passenden Ohrstecker dazu gekauft, das heißt gegen den Strom. Also alle Fische schwimmen hier in eine Richtung, nur einer gegen den Strom und halt, das passt zu mir. Da ich ja auch so ein bisschen gegen den Strom schwimme, beziehungsweise ja, meine anderen Pfade gehe. Ja, und heute kann sein, dass das Video ein bisschen länger wird. Ich werde es dann später auch unterteilen. Ich werde ein wenig eingehen auf generell, auf wie die Zeit entstanden ist, auf die Geschichte. Was es für uns bedeutet als menschliche Wesen, sage ich jetzt mal so. Es werden auch Gedanken aus dem Kommerz mit reinkommen. Dann möchte ich aber auch überleiten, und denn die Informationen, die sind schon nicht ohne. Und da danke ich hier ganz besonders einer guten Freundin, die mir diese Webseite, wo ich die Hauptinformationen jetzt hergenommen habe, zugeschickt hat. Die Seite heißt opt-info.com, ist unten verlinkt. Also alles, worüber ich gleich spreche. Ist nur eine kurze Zusammenfassung der beiden Artikel, die auf dieser Webseite zu finden sind. Und da empfehle ich jeden, der mir jetzt zuhört, wenn du tiefer gehen möchtest in die Thematik, dann lies dir das durch und lass es auf dich wirken. Genau, ich werde mich darauf beziehen und möchte aber zum Ende des Videos oder im zweiten Teil dann euch auch Tipps mitgeben, wie ihr mit diesem ganzen Wissen umgehen könnt. Und ja, und ganz am Schluss lese ich nochmal ein Kapitel vor aus dem Propheten von Khalil Gibran. Da gibt es nämlich auch ein Kapitel über die Zeit. Und das wird dann wohl der Abschluss meines Videos. Ja, also ich habe vor vielen Jahren auch zu dem Thema, also nach dem Prosa-Text von Khalil Gibran, gab es eine Frau, die hat daraus ein Gedicht gemacht. Und das wurde vertont von Karl Adamek, bei dem ich vor Jahren auch Seminare besucht habe zum Thema Stimme, Visionssuche, dieses freie Fließen lassen von Stimme. Und dieses Lied begann: Jegliches hat seine Stunde, alles Tun hat seine Zeit. Ja, und jetzt meine Frage: Ist die Zeit natürlich oder ein Konstrukt? Und da sind wir schon gleich beim Thema. Auf dieser Webseite, dessen Mensch anonym bleibt, weil er sich als geistig-sittliches Wesen sieht und der Name für ihn auch nur Schall und Rauch bedeutet. Er zitiert auf der Webseite hier aus Alice im Wunderland, wo die Zeit ihr antwortet, oder in Bezug mit dem Looking Glass, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich bin Zeit, ewig während, unauslöschlich, nicht messbar, es sei denn, du hast eine Uhr. Ja, es gibt
Damit fange ich jetzt an. Es gibt in Braunschweig die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig, Abkürzung PTB, deren Hauptaufgabe es ist, ich zitiere, die Realisierung und Weitergabe der Einheit der Zeit, in Klammer der Sekunde, sowie die Darstellung und Verbreitung der gesetzlichen Zeit in der BRD. Und die arbeiten mit einer Atomuhr, die also ganz exakt immer die Sekunde berechnet. Ja, und wo kommt das Ganze her? Der sogenannte Chronograph heißt ja, war ja auch das Wort damals für die Uhr. Da ist abgeleitet das Wort griechisch, aus dem griechischen Chronos, ne, mit CH geschrieben. Das war der Gott der Zeit und auch Gott der Lebenszeit. Und wenn wir jetzt das Wort Chronos mit CH geschrieben, also phonetisch verändern, dass es mit K beginnt, also K-R-O, Chronos geschrieben, dann hat dieser Name die Bedeutung Herrscher der Welt, der Begründer des goldenen Zeitalters, wird gleichgesetzt mit dem Lichtbringer, Prometheus, Luzifer, auch genannt werden auch Pan, Ptah, Shiva, Loki, Saturn, die also alles mit diesem Namen Chronos einhergehen. Ja, und noch einiges mehr, das findet ihr in dem Text. So, und wir Menschen, wir beseelte Wesen, wir leben, wenn wir nicht auf eine Uhr gucken, im Hier und Jetzt, im Moment. Und das Momentum, der Moment, ist immer das Erste. Und die Sekunde ist das Zweite. Sekundus heißt zwei. Ich habe das ja schon mal erwähnt. Ich hatte früher ja auch Latein. Ich war auf einem sprachlichen Gymnasium und Latein war meine erste Fremdsprache, die ich gelernt habe, die ich dann sogar im Abiturfach noch hatte, um ein bisschen Zeit zu sparen, weil das der wenigste Zeitaufwand war. Ja, und so kann ich jetzt viele Dinge auch nachvollziehen. Also Sekunde von Sekundus ist der, die das Zweite. Also Sekundus ist der Zweite. Ja, und die Zeitrechnung, also die Taktung nach der Sekunde, ist eine kommerzielle Einheit für die Buchhaltung. Und gut, ist eine doppelte Buchführung. Da möchte ich jetzt aber nicht weiter drauf eingehen, weil sonst wird das Video endlos lange. Die erste Uhr, die installiert worden wurde, das ist geschehen über die Kirche. Das habe ich hier auch noch aufgeschrieben. Die erste Uhr war 1335 in Mailand bei dem, ich glaube, das war der Palast der Visconti. Da ist die erste Uhr befestigt worden. Und in relativ kurzer Zeitabfolge wurden dann weitere Uhren installiert an Kirchen hauptsächlich. Und zwar 1364 in Augsburg, 1375 in Hamburg, 1385 in Köln. Also das waren so die ersten Uhren dann auch in Deutschland. Um eben auch, klar, das war was Modernes, ne, so konnte man sich ja besser verabreden. Ne? So erstmal, wird ja immer erstmal alles positiv dargestellt. Dann noch ein kurzer Rückblick auf überhaupt auf das Thema Kalender. Also der circa 45 vor Christi, wir wissen ja, oder einige, die sich mit dem Thema Zeit, Geschichte beschäftigt haben, haben inzwischen auch schon beobachten dürfen, dass unsere Zeitrechnung, die Zeitgeschichte, die uns erzählt wird, auch nicht wirklich stimmt, dass uns ein Jahrtausend dazu erdichtet wurde, etc. Aber wenn man jetzt so nach den bekannten Zahlen ausgeht, ist 45 vor Christi ist der julianische Kalender quasi so benannt worden nach Julius Caesar. Der hatte 365,25 Tage und der begründet sich auf den also davor gültigen ägyptischen Kalender. Wie alt der jetzt war, weiß ich nicht.
Ja, und dann ich habe mir jetzt die Zeiten sogar aufgeschrieben, die Daten. Am 24.02.1582 gab es dann den gregorianischen Kalender. Der Papst Gregor hat dann quasi diesen neuen Kalender erschaffen, der dann im Jahr 1776 zum allgemeinen Reichskalender im Deutschen Reich wurde. Interessanterweise war 1776 auch da auch die Unabhängigkeitserklärung in Amerika und noch andere relevante Dinge, die da geschehen sind. Hat ja alles, ist ja auch alles kein Zufall, ne? Ich habe das so auf anderen Zetteln. Ja, so ganz grob. Also ich will manches nur kurz anreißen, damit ich dann auch auf mein eigentlich, ne, nicht eigentliches Thema, auf mein kleines Geschenk an euch dazu kommen kann. Was ich jetzt auch noch ansprechen möchte, der gregorianische Kalender, der heißt Kalendarium Gregorianum Perpetuum. Ja, und Kalender heißt, das Kalendarium heißt das Schuldregister, ist eigentlich ein Schuldregister. Und zwar bezieht sich der Name auf Kalende. Das war der erste Tag im Monat, an dem die Zinsen fällig waren. Also das Kalendarium ist ein quasi Schuldregister. Und Perpetuum, manche kennen ja auch den Begriff Perpetuum mobile, das heißt, ist auch lateinisch, heißt beständig, auf alle Zeit, ewig. Also ein ewig gültiger Kalender. Schuldregister. Dann noch kurz zu dem Wort Datum. Das Datum heißt, das kommt vom Wort dare und datus heißt gegeben. Dare ist auch lateinisch, heißt geben und das Datum ist ein Geschenk. Also das Geburtsdatum ist ein Geschenk, was uns gegeben wurde nach diesem Kalender. So, jetzt geht es ein bisschen in den Kommerz rein. Mit dem Eintrag unseres Geburtsdatums in ein Register irgendeines Amtes werden wir Schuldner mit Zeit und Lebensenergie. Und das ist vielleicht heute das Wichtigste in diesem Video, was sich aus dieser ganzen Thematik ergibt. Jedes Mal, wenn wir auf eine Uhr schauen, akzeptieren wir einen Vertrag. Einen Kontrakt mit kommerziellen Vorgängen. Denn ja, wir geben unsere Lebenszeit, um zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Das ist ja auch dieses Wort. Ne? Ich habe das ja schon mal, einmal habe ich ja was über Worte ein Video gemacht. Ne? Denn ich nutze wirklich jetzt das Wort ernten aus dem Englischen, also einfach oder Geld empfangen. Denn gut, Geld ist noch immer unser das meistbenutzte neutrale Tauschmittel. Nur, ja gut, wir akzeptieren quasi einen Vertrag, in dem wir unsere Zeit geben, in dem wir bestimmte Stunden und Sekunden des Tages nutzen für irgendwelche Tätigkeiten. Genau. Und dieser Vertrag ist irgendwann mal ins Leben gegeben worden und immer wenn wir die Uhr akzeptieren, akzeptieren wir das. Wir nehmen diesen Vertrag stillschweigend an, obwohl wir ja überhaupt nichts davon wissen. Ja, was jetzt auch noch dazu kommt, aber das wäre jetzt ein Video für sich, da möchte ich heute wirklich nicht eingehen, denn wer sich mal ein bisschen mit den Themen des Kommerzes beschäftigt hat, weiß vielleicht, dass wir hier nach dem See- und Handelsrecht leben. Es gilt das Seerecht. Und was mit der Registrierung der Geburt passiert, das kann man auch aus dem Englischen herleiten. Das Wort Birth mit I geschrieben, klingt genauso wie Birth mit E geschrieben. Und das bedeutet die Bestattung.
und Geburt und Bestattung. Es ist im Endeffekt genau. Und dann ist halt die Frage, was wird bei der Geburt registriert? Also da gehe ich jetzt nicht weiter rein. Es wird nur der Name des geborenen Wesens. Es ist nicht mal mehr der Mensch, der registriert wird, sondern nur noch der Name als Person, als Persona, als ja, als Sachgegenstand registriert. Und der eigentliche Mensch, im Endeffekt wird nur die Nachgeburt registriert, also das Etwas. Denn was am Anfang, also wenn man geboren wird, es wird ja noch auch noch Kopfumfang gemessen, Größe, Gewicht. Also es wird, ja, es ist jetzt gehe ich doch ein bisschen drauf ein. Es heißt, der Knabe mit dem und dem Gewicht, das Mädchen mit dem und dem Gewicht, also ist geboren. Und sobald man eingetragen wird ins Geburtenregister, heißt das Kind mit dem Namen sowieso dann und dann geboren. Und das Kind ist eine kommerzielle Bezeichnung, wo in dem quasi der Knabe und das Mädchen null und nichtig gemacht werden. Aber wie gesagt, das wäre mindestens 1, 2, 3 Videos extra. Denn das ist halt die Frage, wer oder was wird registriert. Und wir gelten ja, solange wir diesen Personalausweis akzeptieren, auch nur als Personal. So, Punkt. Was auch noch sehr interessant ist, das habe ich mir hier noch aufgeschrieben, also das Wort Zeit, also früher hieß es ja im Altdeutschen Tidi oder Tide, auch nach den Wellenzeiten, ist ja jetzt immer noch an der Nordsee, die Tide wird ja gemessen. Und im Englischen heißt es ja Time. Und wer Mario Bras, nein, sorry, der, ach, wie heißt er? Der Name weg, habe ich irgendwann auch erwähnt, der auch über die Wortverdrehungen gesprochen hat. Ich schreibe es in die Information rein, es ist weg. Aus Tide oder Tide, man muss nur das D und das M vertauschen, dann hat man das Wort Time. Und Time, wenn man das aufs Lateinische zurückführt, ist das Wort Timere, das heißt sich fürchten, etwas nicht wollen und auch keine Wahl haben. So, und wenn man jetzt, das ist jetzt wieder auf dieser Seite, die ich empfohlen habe, ne? Wenn man jetzt Time oder Time rückwärts liest, heißt es emit und emittere wiederum, auch lateinisch, das heißt freilassen und darum auch Gefangene herauslassen. Ja, und jetzt zitiere ich einen Satz auch wieder von der Webseite. Wir sind also nicht nur in der Zeit verloren gegangen, sondern trotz allem auch in ihr gefangen, aus der wir allerdings wieder ausbrechen können. Ja, und da möchte ich einen Beitrag für sein. Wer vielleicht kennt ihr ja auch die Geschichte von Momo von Michael Ende, ist ja auch verfilmt worden. Den Film habe ich damals sehr schön gefunden. Ich habe aber auch als Jugendliche die Bücher gelesen, sowohl Momo wie auch die unendliche Geschichte. Ja, und Momo hilft ja den Menschen, wieder ihre Zeit zurückzubringen. Da gab es ja diese grauen Männer, die die Zeit geklaut haben. Also Michael Ende hat für mich so viel gewusst und er hat das in wunderschöne Geschichten verpackt mit sehr, sehr tiefem Wissen. Ja, und Momo muss ja an die Zeituhr, um die Sekunden wieder rausgeben zu können. Und da hilft ihr eine Schildkröte. Und damit sie aus diesem Zeitrhythmus herauskommt, beziehungsweise auch nicht von den grauen Männern gefunden und gefangen werden kann, aus deren Zeitgefüge natürlich raus. Und die Schildkröte hilft ihr, sie laufen rückwärts oder ganz langsam. Und so ist sie immer an einem anderen Zeitort, an dem die grauen Männer, die ja nur konstruiert ihre Zeit haben, sie nicht finden können. Ja, und dadurch
Moment, jetzt will ich auch noch mal was zitieren. Ich weiß leider nicht mehr, wo ich das her habe. Ich habe das, manchmal mache ich mir einfach Notizen und schreibe mir dann nicht die Quelle dazu. In Bezug auf die KI. Also für mich sind die Grauen in Momo auch sowas wie die KI. Die steuert ja alles, was nicht beweglich ist. Die Bewegung, das ist auch die Unlogik und die Intuition. Das bedeutet Freiheit. Und das habe ich mir hier durch unterstrichen und das passt jetzt gerade zum Thema. Alle göttliche Handlung entsteht spontan, aus dem Moment heraus, aus dem Fluss heraus. Alles Durchdachte ist kontrollierbar. Ja, und dann habe ich dazu geschrieben, sei nicht fassbar, sei unfassbar göttlich. Genau. Das passt jetzt hier rein und im Endeffekt geht es darum, dass die Sekunde, das Zweite, was ja erst später konstruiert wurde, das ist nur eine Fiktion, die wir stillschweigend annehmen. Und je mehr wir wieder dahin kommen, im Moment zu leben, im Hier und Jetzt zu sein, vielleicht sogar auf die Uhren zu verzichten, die innere Zeit, den inneren Moment wieder wahrzunehmen, ja, umso freier werden wir. Genau, und deswegen bin ich auf die Geschichte jetzt nicht so weit, so lange eingegangen, denn jetzt möchte ich mir die Zeit nehmen, aus dem Moment heraus. Und zwar stelle ich dir jetzt ein paar Fragen und immer wenn ich dich frage, möchtest du das zurückschicken oder möchtest du das zerstören oder auflösen oder was auch immer und du ein Ja für dich sagst oder denkst, dann wird mein Impuls dir auch beitragen. Genau. Wie viel der Annahme der Sekunden, was alles davon gehört dir? Und was alles davon gehört anderen? Oder wurde dir von anderen indoktriniert, aufgezwungen? Möchtest du alles, was dir nicht gehört, von diesem ganzen, dieser Annahme der Sekunden, diesem Konstrukt der Zeit, möchtest du das alles an die Absender zurückschicken? Am besten noch mit Bewusstsein. Dann machen wir das jetzt. Gebe ich den Impuls rein. Ich denke jetzt nur so ein paar Sachen, damit einfach die Wirkung auf allen Ebenen des Seins funktioniert. Und wollen wir dazu auch alle Wiederherstellungsprogramme dazu, alle Sicherungskopien zu diesem Konstrukt Zeit, auch alles über Zeiten, Leben und Dimensionen hinweg zerstören, umkreieren, auflösen, nur nichtig machen. Okay, es gibt so ein paar Sachen. Manches kommt jetzt einfach so, manches habe ich aufgeschrieben. Was machst du so wertvoll, wichtig und real daran, an der dir von den Herrschenden gegebenen Zeit festzuhalten? Möchtest du das alles zerstören und umkreieren, ungeschehen machen? Dann geschehe das jetzt über Zeiten, Leben, Dimensionen hinweg bis hin auf unsere körperliche Ebene. Sorry, mein kleines Rülpsen. Manche, die mich schon öfters gehört haben, wenn ich so in die energetische Arbeit reingehe, dann ist das meine Körperreaktion, das Rülpsen oder Gähnen oder was auch immer. Also nicht dran stören, das zeigt nur, irgendwas löst sich gerade. Ja. Was liebst du daran, an der Sekunde, an der zweiten Zeit festzuhalten? Alles, was das ist, wollen wir das auch zerstören und umkreieren. Über Zeit, Leben, Dimension hinweg. Auch da alle Sicherungskopien, Wiederherstellungsprogramme. Und was liebst du es daran, es zu hassen, an diesem Zeitkonstrukt festzuhalten? Wollen wir das auch bitte zerstören und umkreieren? Okay, über Zeit, Leben, Dimension hinweg.
Ja, ich will das jetzt gar nicht so sehr ausdehnen. Das sollen einfach ein paar Impulse sein. Du darfst gerne dir deine eigenen Sätze ausdenken und gib dir selber den Impuls, das einfach zu zerstören, wegzuschicken. Denn deine Absicht hat die Kraft. Wir sind schöpferische, göttliche Wesen und wir haben diese Fähigkeit, das alles selbst zu deinstallieren und uns eine neue, ein neues Ende, also etwas Neues zu erschaffen. Ja, jetzt machen wir nochmal was. Welche Energie, welcher Raum, welches Bewusstsein, welche Magie kannst du sein, um immer im Moment, im Hier und Jetzt zu leben? Und alles, was das verbietet und verhindert, wollen wir das zerstören und umkreieren. Auf allen Ebenen des Seins, über alle Zeiten, neben Dimensionen hinweg. Alles Sicherungskopien, Wiederherstellungsprogramme. Ja, und wie viel Spaß kann es dir bringen, auf Uhren zu verzichten und dennoch mit Hilfe deiner inneren Wahrnehmung von Momenten zum rechten Moment am rechten Ort zu sein? Und alles, was das verbietet und verhindert, diese Leichtigkeit zu haben, diesen Spaß zu haben, diese Freude zu haben, diese Selbstverständlichkeit zu haben, wollen wir das auch noch zerstören und umkreieren. Über alle Zeiten, Leben, Dimensionen hinweg, auch da. So, jetzt kommt noch was mit rein. Ich gebe jetzt noch den Impuls rein und jeder, der das für sich akzeptiert, für den gilt das. Hiermit löse ich alle Verträge, alle Abmachungen, Gelübde, Eide, Schwüre, alle Indoktrinationen, alle unausgesprochenen geheimen Verträge und Kontrakte, alle unwissentlich angenommenen Verträge, die zerstöre ich jetzt und kreiere ich auf alle über Zeiten, Leben, Dimensionen hinweg, löse auf, mache sie null und nichtig, schicke sie an die Absender zurück. Und alles, was es braucht, das alles aufzulösen, geschehe hiermit. Und auch alle Siegel werden dazu gelöst, alle Hüter, die auf dieses Zeitkonstrukt achten, dass es eingehalten wird. Alles möge sich hiermit auflösen über Zeiten, Leben, Dimensionen hinweg. So. Das. Oh, ja, dann kann jetzt noch eine ganze Weile weitergehen. Da jetzt aber, ich möchte die Zeit, nein, den Moment dieses Videos nicht überstrapazieren, denn ich weiß es selber von mir, da ich im Fluss bleiben möchte und ich möchte auch dir als Zuhörer die Gelegenheit geben, das Video im Ganzen hören zu können und nicht unterbrechen zu müssen. Deswegen ist das für mich wichtig, dass die Videos nicht zu lange werden. Möchte ich jetzt zum Abschluss noch mal vorlesen. Also da gibt es ja gut, ne, von Khalil Gibran die Prophetenbücher. Und aus dem Prophet lese ich jetzt noch zum Abschluss das kleine Kapitel vor über die Zeit. Und ein Sternenkundiger fragte: Meister, was ist mit der Zeit? Und er antwortete: Ihr wollt die maßlose und unermessliche Zeit messen. Nach Stunden und nach Jahreszeiten wollt ihr euren Lebenswandel lenken und selbst den Lauf des Geistes danach richten. Ihr wollt aus der Zeit einen Strom machen, um an seinem Ufer zu sitzen und zuzusehen, wie er fließt. Doch das Zeitlose in euch ist sich der Zeitlosigkeit des Lebens bewusst und weiß, dass das Gestern nur die Erinnerung des Heute ist und das Morgen dessen Traum. Und es weiß auch, dass das, was in euch singt und sinnt,
noch immer in den Grenzen jenes ersten Augenblicks verweilt, der die Sterne in das Weltall streute. Wer von euch fühlte nicht, dass seine Kraft zu lieben ohne Grenzen ist? Und dennoch, wer spürt nicht, dass eben diese Liebe, wenn auch grenzenlos, in seines Daseins Mitte eingeschlossen ist und nicht von einem Liebesgedanken zum anderen und von einer Liebestat zur nächsten weiterzieht? Und ist die Zeit nicht wie die Liebe ungeteilt und ohne abgezählten Schritt? Doch wenn ihr sie in eurem Denken nach Jahreszeiten messen müsst, dann lasst eine jede alle anderen umfassen. Und lasst das Heute, die Vergangenheit mit der Erinnerung umfangen und die Zukunft mit der Sehnsucht. Damit möchte ich heute mein Video beenden und viel Freude für den Moment im Hier und Jetzt. Bis bald, eure Angelika.